Willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Heute mache ich mal wieder mal. Ich muss das wirklich mal öfter sauber machen, das Brett. Meine Güte. Es war lange nicht mehr im Einsatz. So, gegen Novak Constellation 3,6 MHz. Stufe 2, da muss der Lippo sich erstmal hochmäßig konzentrieren. D4. Erstmal losgemorst. Ich morse nach Deep Sword, nach Amerika. Bist du da, Alter? Der ist aber nicht mal in Betrieb, der ärgert er sich. So, was mache ich denn jetzt hier? Ich mache erstmal sowieso immer Springer F3. Die Gambits werden alle vermieden. Also das D4 Springer F6 C4 E5 Gambit vermeide ich ebenso wie das D4 D5 C4 E5 Gambit. Ich mache mit beiden Springer F3. Sehen wir mal das Londoner System hier. Ist wieder in Mode geraten, ist aber nicht in Mode geraten, wie man jetzt meinen sollte, weil das so gut ist, sondern die sind einfach auf der Suche nach Eröffnungen, die nicht schon so durchgetreten sind. So, man muss dazu aber zugeben, man ist ja auch total verwöhnt heute, so schachmäßig. Wenn da nicht hier beim bei diesen Turnieren nicht mindestens Nakamura und Koda am Start sind und Carlsen und wie die Weltranglistenführenden dann heißen, dann ist das ja schon beinahe uninteressant. Wenn da meinetwegen jeder Nummer 25 der deutschen Rangliste aufschlagen würde in so einem Turnier, das würde doch kein Schwein interessieren. Genau wie der Kneimer oder wie der heißt. Wen juckt das denn? Der kommt sich vor, als wäre der nächste Kasparov. Das gab schon so viele Spieler, die so jung Großmeister waren. Dieser Kajakin, der war auch damals der jüngste Großmeister. In diesem Videobeitrag, den ich gesehen habe, meine Güte, als wäre der in 5 Jahren Schachweltmeister oder in 10 Jahren der Kneimer Schachweltmeister. Die meinen 10 Jahren kennt ihr kein Mensch mehr. So, erstmal alles entwickeln. Und funktioniert ja heute richtig gut. Vielleicht war es einfach zu warm. Kann sein, dass das hat einer gewissen Wärme nicht mehr so richtig funktioniert, das Brett. Schreibt es in die Kommentare. Dafür reichen auch vollkommen die PC-Speaker. Also die Laptop-Lautsprecher, die ich da dran habe. Im Sommer, wo er so richtig warm war, da hat das gar nicht richtig funktioniert, das Brett. Noch ein Grund, diese Affenhitze zum Kotzen zu finden. Das weiß ich, rufe jetzt einfach groß hier. Das soll man eigentlich klein hochgehen, das ist ja eine Unverschämtheit. Wenn der klein hochgeht, spiele ich schon G4, G5 oder ich das ist eigentlich schon tot. Da rein zu hochgehen ist tödlich. Macht er trotzdem. Was macht er denn jetzt auf Dauer, wenn ich den Turm verdoppel, Turm H5 oder Turm H3, Turm H1 und dann G4, G5? Machen wir Turm H3. Kann er E5 eigentlich ziehen? Ich glaube momentan noch nicht. Ich mache erstmal Turm H3. Mit der Idee, eventuell sogar reinzuhauen auf H6. Das sind so Dinger, da waren die total schmerzfrei, die Geräte. Da kannten die nichts drin. F5, das ist ja interessant. Verdoppelt erstmal den Turm hier. Ich weiß auch, diese Partie, ich weiß gar nicht mehr, wer die gespielt hat. Der hat irrsinnigerweise auf G5 was weggenommen, Springer weggenommen war das, glaube ich, und dann hat er ganz schnell die Partie verloren. Das ist die haben wohl keine Alarmsirene, die denn der Alarm schlägt, wenn es dann ja, zu sowas kommt.
G4. Ich überlege mal eine total wahnsinnige Variante. G4. G4 schlägt Turm A6 und dann F3 schlägt und ja, das Problem ist ja, was mache ich denn dann? Turmschach und dann König F7. Würde G4 gerne machen, aber reinhauen würde auch nicht gehen. Ich sehe nämlich G6 als Schwäche. Also wenn die Dame es schafft, hier rein zu marschieren, nach Turm schlägt, Bauer schlägt, ist das ja schon Dame schafft, ist das schon alles verloren. Aber ich möchte ja gerne diesen Springer dann da weghaben vorher. Deswegen, ich mache ruhig mal Springer E5. Also ein bisschen Idee, wenn der Springer nimmt, dass dann C5 auf keinen Widerstand stößt. Das heißt, C5 greift dann ins Leere. Wenn er hier nimmt, der Bauer nimmt. Und wenn er dann C5 zieht, dann ist da nichts. Das ist so die Idee des Ganzen. Mir gefallen auch diese Figuren recht gut, muss ich ehrlich sagen. Dieses, nicht ganz so knallige Weiß, sagen wir es mal so. Vielleicht gibt es ja auch in hellerem Weiß. Jetzt G4. G4 schlägt, Turm A6 schlägt. Ich mache aber erstmal F4. Sonst kommt er mir noch mit irgendwelchen Turm H2 schlägt Ideen dazwischen. Das muss alles langsam gekocht werden. Das ist wie mit dem Frosch in den Topf. Wenn man da auch kochen lässt, sofort kochen macht, dann springt er raus. Und wenn man das ganz langsam erwärmt, dann kocht der so ganz allmählich durch. Springer F3, D4 wäre auch eine Idee gewesen. Obwohl, da kommt C5. Ist so ein bisschen mit der Idee, na, F5, ob G5, ob das was bringt. B4. Den nimmt noch nicht mal er. Ich nehme erstmal weg. Er nimmt hier. Da kann ich ja kaum die Figur jetzt einstellen. Ich werde mich um den König aber eher D1, E2 mäßig orientieren. Er hat da keinen weißen Läufer mehr. Turm schlägt. G4, da kann sich erstmal verziehen. Läuferschach, König D1. Das ist einfach schön auf diesem Brett zu spielen, als auf dem... Ja, es kommt halt drauf an. Dame G6, Dame E8, Dame E6 schlägt Schach. Dame F7, Turm H6 schlägt. Ja, der hängt ja auch noch da noch. Ich vermute mal, irgendwann wird wohl mal ein Schach kommen. Der will die Variante dann in die Länge ziehen. Ach, es geht nach Dame E8, geht das. Ja gut, ich gewinne auch diesen H-Bauern. Ist mir aber eigentlich zu wenig, wenn ich ehrlich bin. Das war nicht so der Plan. Ja, der Plan war es nicht, jetzt nur den Bauern zu gewinnen. Turm schlägt, Damentausch und dann König F7. Das ist sogar extrem schlecht für mich, sehe ich gerade hier. Wenn ich mit dem Turm auf H6 nehme, dann nimmt er mit der Dame meine Dame, ich nehme den Turm zurück und dann zieht der König F7. Und wo will dann der Turm hin? Na, nach G5. Das gefällt mir nicht. Was ist, wenn ich wieder Dame wegziehe? Nach D3. Dame Schach, König E1. Ich will den Damentausch nicht. Wenn er Glück hat, wenn ich Glück habe, macht der Dame A4 Schach und dann König E1. Ich will ja dann auch nicht den Damentausch. Zur Seite. Ich will einfach nicht Dame B5 mit Damentausch zulassen. Und dann C4, das verkompliziert das Ganze noch. Jetzt ruhig vielleicht Turm H6 schlägt. So, da kann er ja hin, wenn er will. Was will er da eigentlich? Was, wenn ich Springer B3 mache? Dann zieht er Dame A2 schlägt. Läufer D2 schlägt. Turm schlägt A6.
Läufer D2, König D2, Dame A2, König E1. Was tue ich eigentlich da so Fantastisches? Das muss ja so der Burner sein, dass es sofort hier alles, dass er sofort wegschmeißen kann. Das gefällt mir gar nicht, Läufer C1. Wenn ich mal ehrlich bin. Turm H6, Läufer D2, Turm H8 Schach, König F7. Turm schlägt und dann zurücknehmen. Turm H6, Bauer nimmt, Dame G6 Schach. Also auf Schach kann ich ja nicht mit Schach antworten. Oh Gott, bin ich im Suff oder wo bin ich hier? Oder ich ziehe einfach König F1, nur König E2 zur Seite. So, und ich habe ja noch die Möglichkeit, ich muss ja nicht nehmen. Ich habe ja theoretisch noch die Möglichkeit, König E2 zu ziehen. Wenn er dann ist Dame G6 schafft, dann ist es kaputt. Und wenn er auf A2 nimmt, Dame G6... Vielleicht doch besser König F1, Dame D1 Schach, König G2, Dame G4 schlägt Schach, auch Schrott. König E2, Dame A2 nimmt Turmschach, König beiseite, ich habe einfach kein Folgeschach. Das sieht alles nicht so gut aus. König E2, Dame A2, Dame G6, wo kann dieser Läufer abziehen? Er kann, ja, es wurde aber F2 matt oder D2 matt, das fällt ja erst recht. König schlägt, Dame A2, König E1, Dame Schach, König F2, muss den wohl doch nehmen. Ich befürchte, ich spiele auf zu windige Sachen. Ich baue wohl darauf, irgendwelche stillen Züge zu haben, die ich ja eigentlich gar nicht habe. Er muss ja schon auf H6 nehmen, um sich quasi selbst zu ruinieren. Wenn er gar nichts macht, ist einfach stehen lassen. Was mache ich denn dann? Ziehen wir mal beiseite. Wird wohl noch ein Damenschach folgen. Jedes Schach wird gegeben. Ich frage mich, ob es da nicht sogar besser ist. Turm schlägt Schach. Entweder er sieht was Geniales oder es ist einfach kaputt. Den nehme ich einfach. Dame B2 Schach. So, wo kann ich jetzt hin, dass kein Schach droht? Zum Beispiel G3. Eigentlich ist alles ohne Schachdrohung. König G3 ist mir, glaube ich, am sichersten. Also ich sehe da keinen Schach. Oder er hat irgendwelche Mattdrohungen gesehen, die ich nicht sehe. Kann auch sein. Er nimmt so Dame G6 Schach. König beiseite, Dame F6 Schach. Blöd, dass dieser Bauer da fällt. Gib erstmal einen Schach. Schach gesehen, Schach gegeben. Er muss ja nach F8. Dann, ich könnte jetzt ihn nehmen mit Schach. Ich habe bei Dame F6 Schach auch noch. König E7, Dame G7 Schach. Und ich räume erstmal die Linie des Turmes frei. Ich habe keine Zeit auf stille Züge, wie Turm schlägt H6. König G7, Dame G7 Schach. König F7, kann ich auch das Schach geben. So, ich fester ihn erst auch mal weg hier. Hat den Sinn? Ich habe mal gelesen, man soll den König nicht vor sich hertreiben. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen Damenschach gegeben hätte, König D7, noch einen Damenschach, König
C6, das wäre, glaube ich, nicht der richtige Weg hier. Ich will den König nicht vor mir hertreiben. Dame F6, müsste doch schon matt sein. Matt. So, ich bedanke mich fürs Anschauen. Das erstmal gleich abniesen. Bis zum nächsten Video. Meine Güte.